Und weiter geht's mit Kapitel 2 der Deutschen. The bodies of Rudolf's adversaries bled out on the floor, making the red carpet he desired. The Raubritter's heads were speared up, creating a morbid admonition. Whoever stands against the crown will live with an axe over his neck. Because some people understand only violence, and the only way to impose rule is a power play. Once the robber barons were removed, Rudolf I focused on the imminent threat brewing abroad. He called Ottokar II to renounce the territory of Austria, which rightfully belongs to the crown. After the Bohemian king refused, Rudolf outlawed him and sent me, Meinhard, Count of Tirol, to deal with the matter. In 1276, I arrived in Styria to lead the first offensive on Ottokar's forces. Och Mensch, die Steiermark. Ich habe einen Abonnenten, der hat mir meine Postkarte geschickt. Ich kann mich erinnern, ich habe meine Postkarte bekommen von jemandem aus der Steiermark. War irgendwie lustig. Die Zurückeroberung der Steiermark. Rudolf I. beschloss, sich die Steiermark zu sichern, wo Ottokar II. Mit seiner gewaltsamen Herrschaft auf Schwierigkeiten stieß. Es waren noch immer einige verbündete Streitkräfte übrig, die sich öffentlich gegen Ottokars Herrschaft auflehnten. Ihm zu helfen, schien entscheidend für die Rückeroberung ihrer Ländereien zu sein. Oh, der Chor ist geil. Das ist Hammer, dass das quasi die deutsche Kompanie sogar ihren eigenes Theme, quasi einen eigenen Track hat. Da muss ich tatsächlich sagen, die deutsche Kompanie bringt bis jetzt das Mittelalter-Flair am besten rüber. Finde ich nice. Gut, ab zur Steiermark. Commandant, we need help. Ottokar's forces have besieged us. They have captured the neighboring town and are heading for ours now. Worry not. I am here on behalf of our King Rudolf I. I believe we share a common enemy. I will start by capturing their villages and then build an army to reinforce your people for the upcoming battle. Jawohl! I would gladly join your forces. Oh man! Super! Okay. Wir können bauen. Und wir haben hier einen Verbündeten. Okay, wir sollen erstmal verstärken. So, hier haben wir deutsche Bogenschützen. Hackmesser. Also wenn wir schon Armbrustschützen bauen können mit den Deutschen, dann richten wir uns ja auf Armbrustschützen. Die Hackmesserinfanterie. Die quasi, so gesehen. Ich meine, das Coole ist, die Deutschen haben gepanzerte Speerkämpfer. Das sind die Speerkämpfer, nicht die Trash-Einheiten, da ist es eher andersrum, dass die Speerkämpfer schon die hochklassigen Einheiten sind. Die eben effektiv gegen... Es kommt darauf an, was der Gegner einsetzt, ne? Hackmesser sind natürlich gute Anfangsinfanterie, um jetzt hier Schildträger und Kavallerie. Ja, gegen Schildträger die und gegen Axtinfanterie die... Und mal Gesundheit von gepanzerten Speerträgern. Also, ja, die Speerträger sind so... Was jetzt Schönes. Okay, da haben wir unsere Hackmesserinfanterie. Die eigentlich eher ins Frühmittelalter passen würde, wenn man so drüber nachdenkt. Aber je, gut, man muss es jetzt nicht übertreiben. Und wie gesagt, wenn man jetzt mit der nächsten deutschen Kampagne ins Spätmittelalter kommen würde, dann würde ziemlich die Immersion flöten gehen. Die ist nämlich ebenfalls wichtig. Viele Leute unterschätzen Immersion. Klar, Computerspiele müssen nicht absolut realistisch sein. Es funktioniert auch gar nicht. Irgendwo muss man Abstriche machen. Abstriche, ne? Irgendwo muss man da Abstriche machen, um einfach... Irgendwo muss man Abstriche machen, damit das Gameplay überhaupt richtig funktioniert. Beispielsweise ein Stronghold. Stronghold beispielsweise schafft es, eine gute Immersion zu erzeugen vom Mittelalter. Aber gleichzeitig... Auch ist es keine absolute Mittelalter-Simulation, weil viele Sachen sind an Haaren herbeigezogen und Hanebüchern und viele Sachen sind einfach wegen Gameplay aufgeweicht. Aber es funktioniert und die Immersion steht. Leider gibt es einige Entwickler, die gerne die Schiene fahren, irgendwie zu sagen, ja, wir machen eh keine Simulation, das muss eh nicht hundertprozentig realistisch sein, also pfeifen wir einfach mal auf unglaublich viele Sachen. Wo man einfach denkt, ja super... Das eine hat mit dem anderen noch nichts zu tun. Man muss doch zumindest eine gewisse Grundimmersion wahren.
Und beispielsweise jetzt als Beispiel bei Ancestors hergenommen, wenn man jetzt einfach eine Spätmittelalter-Kampagne einführt und die Leute laufen immer noch mit Früh- bis Hochmittelalter-Ausrüstungen rum, dann kann das auch ziemlich der Immersion schaden, vor allem wenn man sich mit der Materie ein bisschen auskennt. Und um es anders auszudrücken, Stronghold ist auch nicht 100% realistisch, deswegen laufen da aber keine Samurai mit Katanas rum oder irgendwelche, oder die Leute reiten auf rosa Ponys oder Einhörnern durch die Gegend. So, machen wir mal zwei Wachtürme. Und dann holen wir uns mal das Dörfchen da unten. Nehmt das Dorf ein. So, holt mal, bevor die zu weit schießen. Ich glaube, das Rathaus war ja sogar ein Schützenturm, kann das sein, wenn ich mich recht erinnere? Ich muss auch sagen, dass mir optisch einfach auch die Deutschen am meisten gefallen. Habe ich schon öfters mal gesagt, von den Einheiten, aber auch von den Gebäuden, muss ich sagen. War also einfach immer cool. Da merkt man halt so die richtigen Fachwerkhäuser. Wir bräuchten noch einen Stall auf kurz oder lang. Übrigens auch ein Unterschied. Deutschen, ich glaube, die Deutschen sind die einzigen, die Ställe bauen, effektiv. Oder kann sein, dass die Slawen es noch machen. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber wir brauchen direkt Ställe für unsere tolle Kavallerie. Sichtweite und Reichweite von Schüssen. Die Achtsamkeit. Aua. Oh, er hat Angriffsfähigkeit und Moral verringert, aber nur einen Rückzug uns kaputt zu machen. Das wäre echt die allerbeste Idee. Aber wird schon. Sehr gut. So, an Truppen. Das sind so schlechte Mauern. Ich Arbo-Schützen hätte ich halt am liebsten. Kosten aber Eisen. Gemein. Hier haben wir gepanzerte Kavallerie. Dafür bräuchten wir aber noch Ställe, dass wir das richtig ausnutzen können. Dafür brauchen wir Technologie Stufe 3. Was haben wir in der Schmiede eigentlich für Technologien nochmal? Bewegungsgeschwindigkeit, Rekrutierungskosten, Gebäudekosten. Imperialer Stahlvorrat. Er hätte Zugang zu billigen imperialen Rüstungsverbesserungen. Die Rüstungskosten verringern, das ist keine schlechte Idee. Die Rüstungsverbesserung. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, das ist das Problem gewesen bei den Deutschen. Die können nicht sofort ihre Rüstung verbessern. Die müssen das erstmal in der Schmiede erforschen. Allgemein ist mir auch aufgefallen, dass die Deutschen mehr auf Qualität als auf Quantität setzen. Das heißt, bei denen ist alles ein bisschen langwieriger, bis man wirklich effektive Truppen hat. Aber dafür hauen die dann umso mehr rein. Verteidigung für Hackmesser? Nee, komm, wir machen die Speerträger, oder? Und damit sind wir auch stark gegen die Hackmesserinfanterie, wenn der Gegner welche einsetzt. Das passt eigentlich. Wir sind bloß schwach gegen Schildträger und da wir jetzt gegen Deutsche kämpfen, die, glaube ich, eh keine Schildträger einsetzen, nicht wie ich es mitbekommen hätte. Machen wir mal Trupp Speerträger, die verbessern wir auch gleich. Owen, out! Achtung! So, was sieht vor? Schützengruppe, schneller! Dann gucken wir mal. Oh, es ist so praktisch, dieser hohe Aufdeckungsradius von Kavallerie. Ja, ich glaube schon allein dafür hätte ich vielleicht auch mit anderen Völkern, zumindest mit den Wikingern, mal die Aufklärer ein bisschen machen können. Denn gerade was das Aufdecken angeht, weil wir sind ja schon so oft in Hinterhalte gelaufen, das ist ja richtig übel.
Hier mit den Deutschen können wir eigentlich so super mit Kavallerie und Armbrustschützen spielen. Die Kavallerie zum Aufdecken und zum Flankieren und die Armbrustschützen, um schön reinzuholzen. Das könnte sehr gut funktionieren. Ah, stimmt. Und das habe ich auch sehr gemocht. Das war auch einer der Gründe, warum ich hauptsächlich mit den Deutschen gespielt hatte. Die konnten ja den Speerwall. Das ist nicht wie diese Kreisformation. Hier können wir wirklich in eine Richtung den Speerwall halten. Ich frage mich, warum die Speerträger von den anderen Völkern das nicht können. Aber das ist halt unglaublich praktisch, einfach den Speerwall machen zu können. High Cavalry. Aua, das tut weh. Alter, hat's das schnell zerhauen. Da seht ihr mal, die Cleavers sind zwar effektiv gegen Kavallerie, aber wenn die im Sturmangriff so schnell weggenatzt werden, dann bringt das auch nicht viel. Vertagt. They have Angst. A lot. Höhe die Schieß- und Verteidigungsfähigkeiten von Bogenschützen. Stark, die Truppe kann sich währenddessen jedoch nicht bewegen. Oh, das ging jetzt gut. Wenn man mit Kavallerie hier spielt in dem Spiel, muss man sehr, sehr nerven. Also einmal schnell reinstürmen und dann im Idealfall zurückziehen und irgendwann nochmal reinstürmen. Also immer schön auf Sturmangriff spielen. Da, ihr habt schon gesehen, wie das reinwatzt. Da kann auch konnte Einheiten ruckzuck weggefrühstückt werden. Das ist lustig. Moin. So, Ressourcen haben wir eigentlich genug. Ich hätte gerne... Nächste Tech-Stufe. Ich hätte gerne... Ja, Armbrüste erforscht. Moment mal, wo ist mein Schießstand? Nicht genug Eisen. Doof. Ihr könnt zurück an die Arbeit. Und wir können jetzt mal Wachtürme errichten. Keine schlechte Idee. Und ich möchte trotzdem weiter. Wenn wir das langsam mit Bogenschützen dezimieren, ist mir das auch recht. Einschüchterung. Die Angriffskräfte verhindert ihren Rückzug. So. Bereiten wir mal einen Schuss auf die Cleaver-Infanterie vor. Nicht zu nah an den... Oh, fuck. Einmal schießen. So. Oh, genau das ist das, wo ich mir Sorgen gemacht habe. Du bist ein Held. Du sollst ein bisschen was aushalten können. Oh, ich glaube, ich habe wieder das gemacht, dass ich mich nicht zurückziehen kann. Es gibt cleverere Ideen. Das lief überraschend gut. Hätte ich gedacht, dass ich mich so durchmähe. Aber merkt mal, wie heftig die gepanzerten Speerträger sind. Also die Deutschen haben, wie ich mitbekommen habe, wirklich die heftigsten Speerträger hier im Spiel. Und dann super. Allgemein, die Deutschen sind sehr auf Qualität aus. Aber dafür sind die Truppenkosten hoch. Erforschungen gehen langsamer. Also, wenn man es mit StarCraft vergleichen würde, sind die Deutschen so wie die Protoss in etwa. Behäbig, aber stark. Stelle. Ich glaube mal, dass die Deutschen doch sehr, sehr rush-anfällig sind, wenn man es drauf anlegt. Wenn man da früh mit starken, frühen Einheiten von den Wikingern und Angelsachsen kommt, kann man dann den Deutschen ziemlich auf den Sack gehen, glaube ich. Mit am meisten sogar. Dafür sind sie im Endgame halt verdammt stark. Das ist nicht so viel Saufen bei der Arbeit. Das kannst du vielleicht auch Bogenschützen aussprechen. So, gleich haben wir den Stall fertig und dann geht's ab. Und frischen wir auch mal die Armbrustschützen. Und sogar Verteidigung gegen Fernkampfangriffe erhöhen.
Gute Wirklichkeit kann keine Fallen auf Spinner. Oh, schade. Zusätzliche Gesundheit, hohe Verteidigung. Wir können auf jeden Fall diesen Kavallerietrupp mal verstärken. Sind wir doch. Na, nein, nein, nein. Ach, verdammt. Das habe ich sogar Dumble drauf gedrückt, ich Depp. Na, egal, machen wir es so. Meinhard, guck mal rüber. Das ist Meinhard. Und einmal Armbrustschützen. Dann bin ich, glaube ich, erstmal glücklich. Das Praktische bei den Armbrustschützen ist wirklich, sie können sofort einmal instant schießen. Damit kann man sich gerade... Deswegen meine ich also Armbrustschützen plus Kavallerie. Einmal mit den Armbrustschützen reinholzen, nachdem die Kavallerie aufgedeckt hat, und dann die Kavallerie reinstürmen lassen. Das könnte echt nützlich sein. So, und den schönen imperialen Stahl müssen wir ja auch noch. Crossbow-Truppen. Leg den Arm an die Brüste. Gebäudekosten leicht verringert. Machen wir mal. Und die Geschwindigkeit. Also nächste Rekrutierungskosten, auch keine schlechte Idee. Machen wir mal eine ganze Menge Upgrades. Ich glaube, der bessere Stahl kann auch ein bisschen warten. Das könnte ein bisschen wehtun. Andererseits, ich glaube, wir zerhacken die ziemlich gut. Lassen wir mal die Kavallerie ein bisschen Erfahrung sammeln, würde ich sagen. Aber ja, ich finde auch, glaube ich, wenn man gegen die Deutschen spielt, am besten aufgehoben ist man mit Speerträger-Spam. Weil die Deutschen haben, glaube ich, nichts direkt, um Speerträger zu kontern. Die Hackmesser-Infanterie ist schwach gegen, die Kavallerie ist an sich eigentlich schwach gegen. Die Schützen, klar, ist so eine Sache. Muss man aber auch erstmal gut abstimmen. Haut rein. Haben wir überhaupt Brunnen, um das zu löschen? Ich glaube, haben wir gar nicht. Nee. Die Kirche müssen wir auch noch machen. Hallöchen. Euch habe ich noch das ein oder andere Hühnchen zu rüpfern. Auch auf einmal geht's mit dem Nachbauen. Den eigentlich nicht. Zerstör bis Konstruktion, ernsthaft? Oh, war die... Ah, nee, ich glaube, Armbrustschützen konnten gar nicht Brandpfeile abschießen. Die konnten ja... Die müssen in den Nahkampf gehen. Ja, gut, aber ich glaube, die deutschen Bogenschützen haben auch ihre Vorteile. Wofür schon sagen, wo kommt Kavallerie aus, ne, meine? Quaze bist du angesagt? Hossa!
Ich hab's zumindest verstanden. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, damit. Get to the chopper. Wo ist denn ein Hubschrauber? Sind jetzt die Gebäudekosten für die Wachtürme? Ich glaube, die sind auch reduziert. Das ist nicht schlecht. Dann machen wir mal weiter damit. Kostet ja auch kein Stahl zum Glück. Das kostet aber Stahl. Ah, das wird noch lustig. Haben wir überhaupt Eisen? Nee, das kriegen wir nur. Da oben kriegen wir es. Ich hätte mir eigentlich zuerst das da oben holen können, da hat man schöne Eisenvorräte bekommen. Richard wird sich freuen. Würde sich tuten. Panzertruppen! Panzertruppen. Ich glaube, haben die nicht sogar, ich kann mich glaube ich sogar, und das fand ich auch so lustig in der Beta, wenn man die Kavallerie ausbildet, sagen die doch glaube ich sogar Panzers ready oder so. Ja klar, natürlich. Was gab es hier nochmal? Unterhaltskosten verringert, für den Sieg beten, Angriff und Verteidigung erhöht, gesamtes Ressourceneinkommen erhöht. Da ist halt noch die Frage, ab wie viel Einkommen, wenn es prozentual erhöht wird, lohnt sich, dass ich das nur zumindest das, was man ausgeben wieder reinbekomme. Muss man auch noch rausfinden. Wir müssen darüber für. Deswegen, wollte ich schon sagen, warum haben wir eigentlich keine Verteidigungstürme hier oben hin? Machen wir gar nicht hier oben. Alles klar. Haben wir jetzt schon? 120. Ja, ich merke, es wird günstiger. Und dann nochmal die Gebäudekosten. Ach, hier ist die Hauptbasis. Ja gut, von mir aus. Das mit dem Ansturm flankieren hätte ich noch besser machen können, aber das ist mal okay. Die Schwerträger, die kriegen mal. Das sind ja schon gepanzerte Schwerträger. Ja, gehen wir mal auf Offensive. Die sind nämlich defensiv an sich schon ziemlich gut. Ihr solltet euch mal zurückziehen, das tut sonst weh. Und ihr schießt mir dementsprechend mal da rein. Meine Art kann das ab. So, jetzt zieht euch mal alle zurück und lasst mal die Schützen den Rest aufreiben. Das ist so gut wie erledigt. Zack. Wunderbar. Okay, bleibt mal hier auf Hinterhaltstellung. Erholt euch alle ein bisschen. Und dann geht's weiter. Gepanzerte Kavallerie könnten noch ein bisschen mehr Panzerung gebrauchen. Klung, klung, klung. Noch einfach Hackmesser-Infanterie spammen ohne Ende. Den einen Turm können wir mal eben reparieren. Ach, verdammt. Mein Hart, ich brauch dich mal da drüben. Mäh. Ich hätte ganz vergessen, die Türme zu bauen. Das ist Doholof. Nehmen wir die Kavallerie mit. Da können wir eh mehr gebrauchen. Ja, Panzers! Mein Hart, dein Hart, unser Hart. Wo sind die hin? Sind nur hergegangen, mir auf den Sack zu gehen, sich dann wieder zu verkrümeln.
Das ist ziemlich gemein, wollte ich nochmal gesagt haben. Da sind sie, die Dödel. Oh, es sind sogar zwei Trupps. Boah, wie gemein. Okay, alles am Zurückziehen. Hoffen, dass wir das schaffen, ohne... Ja, wir haben den gut Schaden trotzdem zugefügt auf dem Weg. Ich muss früher schon meine Sperrträger hochgezogen. Ich habe schon überlegt, ob ich die Offensive vorantreibe. Ganz ehrlich, bei dem, was ich gerade sehe, brauchen wir einfach viele gute Speerträger. Der Gegner kommt mit Kavallerie an. Den anderen Speerträgern. Das Beste, was wir gerade machen können, ist tatsächlich selbst sehr viele gute gepanzerte Speerträger zu spammen. Oh, hallo. Na, wen haben wir denn da? Ah, ich hätte jetzt vielleicht eine Defensivformation machen können, aber so passt es auch. Und ihr könnt nicht mehr fliehen, Freunde. Anlauf holen. Und rein. Wenn es nicht schon zu spät ist. Eigentlich schon zu spät. Okay, das hat gesessen. Es ist noch Möglichkeit, so schnell es geht, zu den Bogenschützen durch. Genau zu denen. Diese Schlingel hier. Kann ich die Formation auflösen? Offensive. Nee. Obwohl doch eigentlich schon. Brauchen wir 35 Stahl für eine bessere Rüstung. Da warte ich erstmal, bis ich mir tatsächlich auch die... Das ist halt der Nachteil bei der Kavallerie, die können wir nur in der Basis heilen. Aber gut, dafür sind sie auch schnell in der Basis zurück, ne? Komm, so. So. Und wir gehen weiter. Die Ambusschützen machen halt was wett, was man mit den Bogenschützen nicht machen kann. Hin, einmal schnell zuschlagen und wieder weg. Bei den Bogenschützen dauert es manchmal so lange, bis die überhaupt ihren ersten Schuss abfeuern. Genau das meine ich. Zack, jetzt haben sie einmal feuern können. Na gut, ich hätte jetzt einfach schneller reagieren sollen. Das war jetzt mein Fehler. Aber es geht mit denen. Die können einmal schießen und dann schnell wegziehen. Das Festnageln ist auch wirklich sehr gemein, was man mit Gegner machen kann. Aber quasi zu sagen, na, ihr bleibt mir jetzt mal schön da. Und jetzt bitte schön das Eisen her. Schön. The enemy has just started regrouping. We need your men now if we want to survive. You can take the north path, but only at night. Arrows and bolts will not find us then. Or use the less protected south path anytime. But beware, this one is full of traps. Nee, keine Fallen. Oder welche Form von Traps sprechen wir gerade? gut, ich würde mal sagen, das war jetzt eigentlich lang genug erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und
den Entsatz, also unserer belagerten Stadt, zu helfen. Das machen wir bei der nächsten Folge.